Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktik- und des Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Steel Division 2. Wir schauen uns heute die 78. Sturmdivision an, eine Achsenmächte-Division aus dem Hauptspiel, wenn ich richtig liege. Die letzten Male haben wir uns ja sehr intensiv um das Back-to-War-DLC gekümmert. Da packe ich euch auch nochmal die Schlacht mit der Panzerlehr-Division rechts oben in die Infokarte, eine sehr, sehr schöne gepanzerte Division mit sehr vielen Panthern. Aber wir sind hier auf Autobahn zur Hölle und gucken jetzt mal, was wir mit dieser relativ starken Infanteriedivision machen können, die jetzt zwar sehr viele Geschütze hat, aber nicht so viele Panzer, also mehr so Pax und Flax. Und unser Kollege stellt sich hier sehr, sehr zentral auf und vor allen Dingen kommt hier gleich mit 1, 2, 3, 4, 5, okay. Gut, wir hinterfragen das nicht weiter. Wir sind von den Scouts her nicht ganz so gut aufgestellt. Aber das muss erstmal nichts heißen. Wenn er sich hier so breit aufstellt, können wir natürlich versuchen, relativ hart über eine Flanke zu pushen. Die Frage ist, ob wir das schaffen. Wir versuchen das mal. Wir versuchen mal mit den Kollegen hier hinzukommen, der Scout. Tja, wo geht er hin? Er geht mal hier hin. Ersatztruppen ansonsten von hier aus dahin und ein Scout dann bitte hier hoch. Haben wir am Anfang Panzer? Ja, zwei Stucks. Die würde ich gerne nutzen, um hier die Freifläche abzudecken. Zusammen mal noch mit einem Scout, der sich da reinpackt. Damit wir hier die Freifläche ein bisschen abdecken. Haben wir noch ein MG als Unterstützung? Ja, haben wir. Das ist perfekt. Und das MG geht mal bitte hier in die Stellung, damit es hier, wie gesagt, die Freifläche abdecken kann. So, ansonsten schicken wir da noch zwei Bewährungstruppen mit hier rein. Das Ganze mit einem Begleitpionier. Wie gesagt, ich will da hart durch den Wald durchpushen. Ich hoffe natürlich nicht, dass er mir da jetzt irgendwelche Panzer in den Weg stellt, weil Panzertrupps bzw. Sturmschützen bekommen wir erst in Phase B. Das Ganze bündeln wir hier noch mit einem Offizier. Der versucht auch dorthin zu kommen. Und jetzt haben wir noch 30 Punkte offen. Da, ach, guck mal hier, Panzerschreckeinheiten. Das ist doch perfekt. Die nehmen wir noch mit. Und postieren die auch erstmal hier. Und damit sind wir doch schon relativ gut aufgestellt, um hier diesen Wald für uns zu erobern. Gut, wir starten. Und mal sehen, wie sehr sich das hier rächt. Dass wir alles auf eine Karte hier setzen, höchstwahrscheinlich wieder mal sehr. Habe ich ja schon ein paar Mal festgestellt. Zumal hier natürlich das höchstwahrscheinlich in die Hose gehen wird, weil unser Kamerad das nicht alles auf einmal hinkriegt. So, ich gieße mal mal ein bisschen langsamer. Ich gieße mal nebenbei mal noch ein Teechen ein. Und dann werden wir jetzt hier schön die Schlacht genießen. So, der Scout geht auf Nichtschießen. Der geht auf Nichtschießen. Der geht auf Nichtschießen. Geht hier vorne hin. Die sind ja fast alle schon da. Die Stuckis gehen noch ein Stück weiter vor. Hier kloppt er sich in der Mitte. Hier werden wir höchstwahrscheinlich gut verlieren. Und, oh, Moment mal. Er pusht hier gar nicht so, wie ich denke. Dann, ja, wobei, wir laden die hier trotzdem mal aus. Und gehen mal hier in den Wald rein. Das MG schießt. Wenn in Reichweite Feuer erlaubt
So, hier sind sie ausgeladen. Die Ersatztruppen gehen da rein, gehen da rein. Der Offizier geht hier hin, da rein, da rein, da rein, da rein. So, mein Freund, das MG da drüben hat gegen unser MG keine Chance. Oh, das ist ekelhaft. Oh, das ist genau das, was ich nicht wollte. Zurück. Da brauchen wir erstmal ein bisschen Panzerung hier. Das ist natürlich nicht so geil, weil das genau den ganzen Vorstoß da aufhält. Diese einzelne Flugabwehrgeschütz, die sind echt ekelhaft, vor allen Dingen gegen Infanterie. Hier sind immer noch welche auf dem Vorstoß. Achso, das sind die. Wir ziehen uns hier mal ein Stück raus, nicht dass er jetzt hier mit Artillerie reinkloppt. Und führen mal zwei hier auf die Flanke. Genau das meinte ich. Wie lauten Ihre Befehle? Es hat Unteroffizier einen erwischt. Zweiter Zug einsatzbereit. Balltreffer! Sie ist zerstört! So, die Stuckis arbeiten hier ganz gut. Der Scout geht mal davor. Eieieiei, das ist genau das, was ich nicht wollte. Aber ich fast befürchtet habe, dass das passiert. So, wir stellen ihm hier mal noch ein Stück gegen die T-34er zur Verfügung. Zweiter Zug einsatzbereit. Und führen hier mal die Leute in den Wald, damit wir hier erstmal aufräumen. Und der Offizier geht derweil mal hier hin. So. Die Gruppe erwartet ihre Befehle. Da kommt der nächste LKW. Unsere Stuckis brauchen noch ein Stück. Dann können wir uns wenigstens um die Flagge kümmern. Da kommt ein KV-1. Haben wir noch was an Pack? Jo, eine 75er. Und wir holen uns hier mal noch einen Scout. Oh, 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 oh. Ja, 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 ja. Ich höre. Panzer vorwärts. Marsch. 16 zu 8. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich mit der Sturmdivision nicht so einen richtigen Erfolg habe. Aber ich habe jetzt hier gerade auch so ein bisschen auf die falschen Karten gesetzt. Klar zum Gefecht, Herr Kommandant. Bei 15-9 ist jetzt schon ziemlich assi. Ich höre. Absitzen, sofort. Pack geladen, Feuer. Wollen Sie mitfahren? Abmarsch, Männer. Balltreffer, sie ist zerstört. So, die 75er muss jetzt hier mal ein bisschen aufräumen. Rückwärts, Marsch! Front zum Feind! Was sind Ihre Befehle? Na, der T-34, geht er raus? Yes. Das war jetzt wichtig. Feind direkt zur eigenen Stellung. So, sehr gut. Die Stucks sind da. Damit können wir... Was ist denn das? Eine 45er. Was hatten die... 100 mm, scheiße. Okay. Wie lauten Ihre Befehle? So, dann haben wir die Flagge. Jetzt steht es wieder 13-11. Das ist ja schon mal besser. Jetzt können wir noch eine 75er hier mit hinstellen. Die 75er geht hier oben hin. Der Scout geht dahin. Das Stuck rollt hier weiter nach vorne. Da hat er eine 85er aufgestellt. So, und die gehen mal auf Nicht-Schießen, arbeiten sich hier weiter vor. Und ein Stück hätte ich dann gerne, oder eigentlich beide hätte ich gerne da. Und wir versuchen uns jetzt mal über die Flanke da an diese,
an diesem Punkt daran zu arbeiten. So, der Punkt 14.10. Wow, die rennen direkt am Scout lang. Die Gruppe erwartet ihre Befehle. Zieh den Arsch an, Hans. Der ist hinüber. So, der geht aber auch raus. Das ist sehr gut. So, und hier schießt die Pack dann auf uns. Die Gruppe erwartet ihre Befehle. Vorwärts, aber schließt die Flanken. So, wir nutzen die Gelegenheit hier. Feuerüberlegenheit. Ich will Feuerüberlegenheit. Reiter auf Mann. So, die 45er muss da raus. Die Stucks müssen da nach vorne jetzt. Was sind Ihre Befehle? Der ist hinüber. So, das Halbkettenfahrzeug. Die Stucks. Kommt schon, kommt schon, kommt schon. Yes. Sehr schön. So, jetzt gucken wir mal kurz auf die Karte. Die 75er versucht immer noch an den KV-1 daran zu kommen. Es hat mich erwischt. Ja, Hauptmann. Zielpunkt erreicht. Raus mit euch. Geschütz, die geht hier hoch. Jetzt müssen wir. Oh, ja, T34, der nächste, der da kommt. So, wie hoch haben wir denn hier die Wahrscheinlichkeit? Trefferwahrscheinlichkeit 56, Durchschlag 94. Und ich sehe gerade, er hat... Wow, nice. Er hat hier gerade wieder die Einstellung bei mir geändert, weil wir hatten doch eigentlich schon mal die Hitpoints und so mit angezeigt. So, die Mörser sind da. Hallo, könnt ihr euch entladen? Yes. Team 0. Und dann bitte erstmal auf den Punkt. Wie lauten Ihre Befehle? Marschbereitschaft hergestellt. Stehen bereit. Verstanden. So, wie sieht's hier auf der Seite aus? Rot 1 an alle. Funküberprüfung. Kommen. Die greifen da den T34 an. Da steht eine Su-122. Weder Freund noch Feind. Nur lohnende Ziele. Wie lauten Ihre Befehle? So, da. Oh, 45er. Könnt ihr die bitte angreifen? Wir wurden getroffen! Höre sie klar und deutlich. Oh, los, komm schon. Warum schießt das eine Stück nicht? Jetzt. Yes, sehr gut. So, ihr geht bitte da rein. Einsatzbereit. 10 Grad nach oben. Feuer. So, 12-12. Allerdings war das jetzt hier ein ganz schön harter Kampf, dieses 12-12 zu erreichen. Seid auf der Hut. Wir haben Ausfälle in unseren Reihen. Okay. Wir müssen hier raus. Wo ist denn das Stück, was hier auf der... Ach, das ist hier... Feind direkt vor eigener Stellung. Höre sie klar und deutlich. Na, der T34 da ist natürlich ein ziemliches Problem. Plus die 85er da oben. Wir können mal gucken, ob wir jetzt hier rankommen. Wer schießt denn da?
Wir haben Ausfälle aus unseren Reihen. Ich weiß gar nicht, wen er da meint. So, 13 zu 11 steht es jetzt. Jawohl, Kommandant. Los geht's, Männer. Ah, es hat mich erwischt. Das MG steht immer noch hier. So, der ist da auf Rückzug. Geschütz wird auf Ziel ausgerichtet. Wir pushen da mal weiter. Dass wir tendenziell dann an dem Punkt rankommen. Verdammt, es hat mich erwischt. Jawohl, Kommandant. Verdammt, es hat mich erwischt. Zweiter Zug einsatzbereit. Warten auf Feuerkoordinaten. Weder Freund noch Feind. Nur lohnende. So, hier haben wir einen Aufklärer verloren. Höre sie klar und deutlich. Vorwärts, Marsch! Feind direkt vor eigener Stellung. Hier gehen wir an den Scout ran. Überprüft Waffen und Munition. Na, kriegt das Stück da den Scout raus? Es sieht nicht danach aus. Feind direkt vor eigener Stellung. Gute Arbeit, Richtschütze. Panzer Marsch! Feuer bereit. Vorsichtig, Männer. Der Feind ist in der Nähe. Noch so ein blödes Halb... noch so ein blödes... Flakgeschütz. Ich brauche mal noch mehr Scouts hier. Die Gruppe erwartet ihre Befehle. Geräuschdisziplin. Was ist mit dem anderen Stück? Fahr vor. Zum Schützenrudel aufgehen. Mir nach. Wer weiß, was hier in dem Wald noch drin steht. Okay, da steht noch was. MG. Das ist das MG von vorhin. Zu Befehl. Bleib mal stehen, liebes Stück. Wie lauten Ihre Befehle? So, wie sieht's denn hier drüben aus? Wir haben die Flagge zurückerobert, das ist schon mal gut. Ruhe, herhören. Wir testen mal, was dort noch in dem Wald drin steht. Die Pack ist dann gleich da. Juh, das sind weitere LKWs. Na, das MG bleibt mal hier. So, 12-12. Allerdings haben wir ein bisschen Punkterückstand. Das Stuck bitte weiter vor. Das gibt's da jetzt gar nicht. Los geht's, Männer. Die gehen mal dahin. Wir brauchen hier einen Versorger-LKW. Jawohl, Kommandant. So, und hier braucht. Ja, perfekt. So, wo ist denn unser Offizier hier? Der ist hier. Sanitäter! Marschbereitschaft hergestellt. Wir müssen hier raus. Gut, die kriegen wir jetzt wenigstens auf. Ein Abschussring mehr. Sanitäter! Ah ja, hier steht auf jeden Fall noch mehr. Irgend so eine Scheiß-Zu steht da. Wow, das war ein gezielter Schuss auf die 50 mm. So, da können wir ihn Panzer rausnehmen, wenn mal die Pack richtig treffen würde. Yes, sehr gut. So, der Punkt hier gehört immer noch nicht uns. Ja, Hauptmann, jawohl. Rot 6. Kampfbereit. Was sind Ihre Befehle? Vorwärts, Marsch! 12 zu 12. Su-85. Oh, hallo. Überprüft Waffen und Munition.
Angriff! So, könnt ihr eure Haftgranate bitte werfen? Yes. Da schickt er seine Flak-LKWs wieder nach vorne. Yes, sehr gut. Los geht's, Männer. Da kommt noch mehr. Ein Scout. Wir können nicht mehr. Hier auf den Scout drauf kommt. Der brennt lichterloh. Und jetzt eure Haftgranaten bitte auf den Panzer dort. Ach, hier schießt er wieder mit seiner. Jawohl, Hauptmann. Feuer und Bewegung. Na, guck mal, da haben wir doch was. Reiter, Hauptmann. Jawohl, Kommandant. Gehen die raus? Kommt schneller, schneller, schneller. Hinterher, hinterher, hinterher. Überprüft Waffen und Munition. Ach Gott, wie blind sind die denn? Kommt schon, ran hier. Scheiße. Das gibt's doch gar nicht. Wo ist denn der Gegner hin? Los, nimm den raus. Der ist hinüber. Feind direkt vor eigener Stellung. Marschbereitschaft hergestellt. Na dann mal los, Leute. So, hier haben wir den Punkt wieder. Hier kann unsere 75er ganz gut arbeiten. Wir holen mal einen Versorger-LKW dazu. Ja. Wir sind festgenagelt. Hier ist überhaupt niemand festgenagelt. Wir müssen erstmal den KV-1 da rauskriegen. Der ist nämlich wichtig. So. Hier die beiden Stucks gehen mal bitte hier so längs, dass sie da auf den Scout schießen können. So, und die beiden... Kommt schon, hier, der KV-1. Dann von mir aus die LKWs. Okay, dann machen wir das anders. Die Panzerschreckseinheiten bitte hier vor. Haben wir irgendwas, was mit Abwehrwaffen beliebt? Ja, hier, die hier. Randa. So, Sanitäter. Ich kann den Spruch manchmal auch nicht mehr hören. Die Pack geht erstmal zurück. Wir holen hier uns hier mal noch eine 8-8er dazu. Gut, es steht 13 zu 11. Ja, Hauptmann. Der Scout dort nervt. Und hier ist es tatsächlich dieser KV-1. Oh Gott. Dreifach. Wir brauchen hier auf jeden Fall auch nochmal eine 8-8, die wir hier hinholen. Aha, das Stück geht da einfach raus. Okay, interessant. Und wo, was soll das denn? Wieso fährt er denn da lang? Hört auf, so einen Scheiß zu machen. Oh, regt mich das auf. So eine sinnlose Vergeudung von Ressourcen, weil dieser LKW nicht in der Lage ist, eine sichere Route zu fahren, das kotzt mich an. Stehen bereit. Könnt ihr mal bitte... Was zur Hölle? Was machen die Stucks da? Du solltest einfach nur diesen Scout rausnehmen. Jetzt stehst du hier von dem T-34 und kriegst ihn... Oh Gott. Ja, großartig. Aber die sind bei... Okay, beide Panzer sind raus. Die Panzerschreckeinheit geht jetzt raus. Verdammt, es hat
Kriegen wir den KV-1 eh noch raus? Nein. Der schießt eher, als wir schießen. Ja. Fuck. Warten auf Feuerkoordinaten. Jawohl, Herr Kommandant. Zurück! Und zwar langsam! Wollen Sie mitfahren? Pack geladen. Feuer! Oh, die muss ich erst noch drehen. Komm auf den Panzer, den Panzer, den Panzer! Der brennt lichterloh. Wie lauten Ihre Befehle? Zweiter Zug einsatzbereit. So, wir brauchen hier mehr Infanterie. Machen uns bereit, Herr Kommandant. Er hat den Punkt da wieder zurückerobert. Ist natürlich ärgerlich. Ne, da haben wir keine Chance. So, wie sieht's denn hier aus? Die beiden Stucks können mal auf Angriffstour gehen. Und hier, wo ist der LKW? Der LKW ist da. So, hier kommen... eine 8-8er hier rauf, damit wir doch die Panzer rausnehmen können. Da kommt noch eine Pack angerobbt. Achtung, der Feind ist in der Nähe. Geschütz wird bewegt, Herr Kommandant. So, und wir verlegen dort die 8-8er. Jawohl, Hauptmann. Sprenggranaten geladen. Feuer bereit. Verdammt, es hat mich erwischt. MG einsatzbereit. Ach, da ist der nächste KV. Okay, aber die 8-8er steht jetzt gut. Wir haben Ausfälle in unseren Reihen. Und die schießt fast doppelt so schnell wie der KV-1. Infanterie bereit. So, die werden jetzt hier rausgehen. Eine Su-152. Wir haben Ausfälle in unseren Reihen. Die 8-8er schafft das mit dem zweiten Schuss nicht. Braucht sie drei? Sie braucht drei. Marschbereitschaft hergestellt. Da kommt er jetzt mit Elite-Einheiten. Das wird hart auf jeden Fall. Ach so, mein Freund. Taxi bereit. Der Fußbus fährt immer. Oh Gott, Su-152. Tja, ich habe keine Flugzeuge, die ich ihm entgegenwerfen kann. Marschformation. Schütze, 10 Uhr. 500. Feuer. Der brennt lichterloh. Rot 1 an alle. Funküberprüfung. So, wenn wir die Elite-Einheiten da rauskriegen, wäre das schon mal gut. Pack kriegt da leider nicht viel hin. Geh nicht raus, scheiße. Jawohl, Herr Kommandant. Wir haben ein Problem hier. Verdammt, es hat mich erwischt. Wir brauchen hier noch eine 8-8er. So, 13 zu 11 steht. Ich habe echt kein Glück mit dieser Division. Wirklich nicht. Also, ich habe die letzten Gefechte schon mit ihr verloren, obwohl das so eine extrem starke Division ist. Ich komme mit ihr irgendwie nicht auf den grünen Zweig. Das ist echt strange. Beziehen neue Feuerstellung. Haben sich ergeben, scheiße. Da ist die Su-102. Oh Gott. Ach du Scheiße. Funküberprüfung. Kommen. Jawohl,
Warum schießt denn das Stück nicht? Schieß doch mal! Warum schießt denn das nicht? Alter Falter! Warum hat denn das nicht auf die Su geschossen? Ja, geht raus. Tschüss. Wow. Wow. Was für ein Scheißdreck war das denn? Was zur Hölle? Warum schießt dieses Stuck da nicht? Machen uns bereit, Herr Kommandant. Das hat gesetzt. Jetzt führt er schon wieder 14 zu 10. Wie sieht's aus, Hauptmann? Bereit für Ihre Anweisung, Kommandant. Verdammt, es hat mich erwischt. Su, Panzer, Su, da stehen drei Sus allein auf der Flanke. Jo, genau. Da wird ein Stück einfach auf wie viel Meter rausgenommen? Auf über 2000 Meter. Genau, ist klar, liebe Leute, ist klar. Feind im Visier. Feuer! Verschieben wir uns. Erwarten Ihre Befehle. Sanitäter! Höre Sie klar und deutlich. Los geht's, Männer. Sanitäter! Jawohl, Herr Kommandant. Wie das heiße Messer durch die Butter. Ja? Dieses Geschütz rührt sich kaum vom Fleck. Wenn in Reichweite Feuererlaubnis. Balltreffer! Sie ist zerstört! Machen uns bereit, Herr Kommandant. Oh je, 76er. Der hat aber auch fiese Sachen hier, ey. Und das ist die normale... Oh, die 88er ist gespottet. Geil. Meine 88er ist tot. Ich weiß nicht wie, aber sie ist weg. Pff, die ist einfach weg. Ich würde gerne wissen, wie die 88er da jetzt rausgegangen ist. Krasser Scheiß. Rot 1 an alle. Funküberprüfung. Kommen. Panzer Mars! Wow. Ja, natürlich. Er countert wieder perfekt die Artillerie. Verdammt! Es hat mich erwischt! Geschütz einsatzbereit. Shit. Ich hab grad kein... Es ist wie beim letzten Mal. Ich hab kein richtiges... Keinen richtigen Plan, wie ich, bereit für Ihre Anweisung, wie ich den... Pff, die angeblich so starken Sturmschützen gehen halt einfach raus. Und was macht denn der... Ach so, der Obelblitz will meine Stucks aufmunitionieren. Mal gucken, ob er das schafft. Na, immerhin. Ich will nach Hause, lass mich gehen! Ob stürmt oder schneit. Wieso ist denn der KV jetzt wieder unspottet? Er stand doch gerade. Ja! Ja, genau! Was ist das denn? Gute Arbeit, Richtschütze! Der geht noch nicht. Der. Wow! Marschbereitschaft hergestellt. Also. Was bitte war das denn? Ihre Befehle. Zurück und verlangsam.
Ich habe keine Ahnung, was hier passiert, aber ich fühle mich gerade wieder selten verarscht von dem Spiel, muss ich zugeben. Was war das denn? Wie zur Hölle? Da stehen die nächsten Panzer von ihm. Und das ist die normale KI, die uns ja gerade weich klopft, würde ich nochmal anmerken. Das ist nicht die schwere KI. Die Gruppe erwartet ihre Befehle. Ja, natürlich. Der Flammen-T34 kann unsere Infanterie, die im Wald steht, auf über 1000 Meter spotten. Das ist logisch. Also, ja, das ist... Das ist schon ein bisschen krass, was da passiert. IS, verdammte Axt. Was sind Ihre Befehle? Ja, wir verlieren das auf meiner Flanke. Und ich spiele gegen die normale KI. Das ist echt bemerkenswert. Vorsichtig, Männer. Der Feind ist in der Nähe. Krass. Zweiter Zug einsatzbereit. Erkannt, Feind niederkämpfen. Stehen bereit. Angriff! So, kriegen die den ES raus? Jo, dann die Su bitte. Da steht doch die 85er. Die... Oh, fuck. Die treffen nicht. Die sind so blöd zum Werfen. Komm schon. Komm schon. Infanterie bereit. Oh Gott sei Dank. Marschformation. Feind direkt vor eigener Stellung. Oh Gott. Erwarten Ihre Befehle. Wir wurden getroffen. So, können wir den hier den Punkt einnehmen? Überprüft Waffen und ja, 15-9 trotzdem. Bereit, Panzer zu knacken. So, bitte 8-8er, kannst du... Ach, du Scheiße! Warum schießt die denn so langsam? Da kommt ein IS. Wir haben ein ziemliches Problem jetzt hier. Ich brauche meine Panzerabwehrtrupps. So, bitte hier... Bewegt euch doch mal ein bisschen schneller. Ja, die haben halt nur 3 Meter Reichweite. Das ist eher was fürs geschlossene Gelände. Ja. Ja, ja, ja. Die. Nein, okay. Das war eine ganz dumme Idee. Scheiße. Der brennt lichterloh. Ist echt krass. Das ist die stärkste Division, die es so infanterietechnisch gibt. Und ich krieg sie nicht gespielt. Das ist jedes Mal. Das letzte Video, was wir im August mit der Division gespielt haben, haben wir auch verloren. Ich verstehe das nicht. Wir können nicht mehr. Mein Geschosse geladen. Feuer bereit. Pack geladen. Feuer. Vorhin war die Pack so schnell und jetzt ist sie irgendwie so langsam, was das Schießen angeht. Unten bleiben! Achtung, der Feind ist in der Nähe. So, können wir bitte den T-34 rausnehmen? Nein, können wir nicht. Weil wir, ich weiß nicht, weil wir auch mit einer 8-8er auf... Die macht uns nass, die T-34er. 100% Wahrscheinlichkeit für einen Durchschlag, aber wir treffen halt nicht. Salve kann abgefeuert werden. Wir bewegen uns zum Zielpunkt. Komm schon, komm schon. Komm schon, jetzt nimm doch mal diesen T-34 da raus. Die schaffen das nicht? Deckung! Verdammte Axt, jetzt... Ja, unterdrückt. Das ist nicht wahr. Eine 8-8er wird von 2 T-34 einfach nass gemacht.
Hab ich so auch noch nicht erlebt. Absitzen, sofort. Die Gruppe erwartet ihre Befehle. Jawohl, Hauptmann. Das ist nicht mehr aufzuhalten. So, hier genauso. Ne. Das Stück geht durch irgendwas Mysteriöses raus. Ich weiß nicht durch was. So, hier haben wir wieder nicht genügend Reichweite. Hier werden wir durch. Infanterie bereit. Lass mich raus! Ich will nach Hause! Lass mich gehen! Also ich bin tatsächlich wieder einmal von dieser Division komplett desillusioniert. Was macht denn die Pack? Warum rennt die denn auf der Freifläche rum? Kannst du bitte den KV-85 angreifen? Das wäre schön. Ich bin echt frustriert. Ich bin wirklich frustriert. Wie ich mit dieser Division einfach nicht zurechtkomme. Rot 1 an alle. Funküberprüfung. Kommen. Wir müssen hier raus. Keine Chance. Wir haben einfach keine Chance. Ich weiß nicht, was ich noch tun soll. Wir haben 2000 Punkte, so ist es nicht, aber wir, ich habe kein Werkzeug gegen das, was dort kommt. Wie lauten Ihre Befehle? Womit schießt denn der? Auf das Stück, womit schießt? Achtung, Feind im Nahbereich. Ja, wir verlieren das jetzt, also... Wow, die Jäger haben nicht wirklich eine Chance gegen die Opel Blitz geht. Ach so, ja, ne, ist ja logisch. Er countert natürlich weiterhin mit seiner Artillerie. Was machen die denn jetzt? Fahren Sie fort, Bodo. Breche Luftkampf ab. Haltet mir den Rücken frei. Ruhe. Herhören. Okay, die wechseln die Position und werden instant angegriffen. Fliege zurück zum Platz. Haben wir noch andere Flugzeuge? Scout Planes. Wow. Okay, gut. Sanitäter! Los geht's, Männer. Liebe Leute, ich weiß nicht, was ich mit dieser Division tun soll. Feind direkt zur eigenen Stellung. Kurs bestätigt. Das sind Sturmschützen und die werden trotzdem einfach überrannt. Das sind die stärksten Einheiten, Infanterieeinheiten, die du so kriegen kannst. Raketen geladen, ihr seid leer, Kollegen. Wir sind bereit, Herr Kommandant. Sorgen Sie für ein freies Schussfeld. Ich habe keine Ahnung, was. Also. Erwarten Ihre Befehle. So, kriegst du es denn mal hin, auf den IS dort zu schießen? Ich weiß nicht, warum sie so langsam nachlädt, aber. Der dreht dir jetzt das Heck zu. Du könntest ihn mit Trefferwahrscheinlichkeit 79%. Der erste Schuss geht daneben. Jetzt hat er die gespottet. Der zweite Schuss trifft. Durchschlagswahrscheinlichkeit 100%. Warum ist er nicht tot? Sie hat getroffen. Guter Schuss. Muss man nicht verstehen.
bereit. Zeit für ein paar Abschlüsse. Der geht in Flammen auf. Verdammt, ich wurde schwer getroffen. Ja, ist eh egal. 5 Sekunden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich dazu sagen soll, außer ich habe keine Ahnung, was hier passiert ist. Also wir machen 3200 Schadenspunkte. Unser Kollege hier kriegt auch keinen Fuß auf die Erde. 2400. Und das ist das zweite Mal in Folge, dass ich mit dieser Division einfach verliere. Nee, das dritte Mal. Ich habe die ja auch schon mal im Multiplayer gespielt gegen Eiermann und da habe ich sie auch nicht zum Arbeiten gekriegt. Ich verstehe es nicht. Also, keine Ahnung. Lasst mir da gerne euer Feedback da. Ihr merkt, dass ich gerade ein bisschen frustriert bin, weil ich einfach nicht... Also, das sind die stärksten deutschen Infanterieeinheiten, die du kriegen kannst. Plus 8 Achter. Zumal die eine 8-8er rechts, auf der rechten Seite in dem Wald, die ist einfach irgendwann weg. Die andere 8-8er wird von 2T34 einfach kalt gemacht. Die ist zu doof einfach. Das ist mit die stärkste Packeinheit, die du kriegen kannst. Und die schafft es nicht, 2T34er auf Distanz. Wohlgemerkt auf Distanz. Also eigentlich die Stärke von ihr, die T34er rauszukriegen. Gut, trotzdem lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und vor allem euer Feedback. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer, Namen nicht genannt, Kulle, Gorwin, Kyrtano und Game One Fan. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer Oher.